Die Stadt Viersen liegt am linken Niederrhein im Westen des Landes Nordrhein-Westfalen und ist eine große kreisangehörige Stadt des Kreises Viersen. Im Regierungsbezirk Düsseldorf. Die Stadt ist Sitz des Kreises Viersen. Entgegen der weit verbreiteten Meinung leitet sich der Stadtname nicht von Seen ab sondern von dem alten Namen Viers des heute sogenannten Dorferbachs in der Nähe der Kaisermühle. Geographie: Der Stadtkern von Viersen liegt bei 51 Grad 16 nördlicher Breite und 6 Grad 24 östlicher Länge auf etwa 40 Meter über in N. Viersen erstreckt sich auf einer Fläche von mehr als 91 Quadratkilometer, darunter etwa 16 Quadratkilometer bebaute Flächen, etwa 45 Quadratkilometer landwirtschaftlich genutzte Flächen und etwa 20 Quadratkilometer Garten, Wald, Grün und Wasserflächen. Das Stadtgebiet Viersen ist in folgende vier Stadtbezirke gegliedert. Altviersen mit den Ortsteilen Beberich, Bockert, Bötzelö, Dork, Dübham, ham, Heimer, Helena, Brun, Hosa, Ompert, Raser, Rinken, Robend, Norbdorf, Ummer, Dülken mit den Ortsteilen Bergerstraße, Bistat, Schierig, Landwehr, Losen, Busch, Hausen, Mackenstein, Nette, Ransberg, Nordwald, Nieler Straße, Süchteln mit den Ortsteilen Klörath, Dornbusch, Hagen, Hagenbruch, Sittard, Forst. Beusheim mit den Ortsteilen Lindpütterhöfe, Klinkhammer, Burnsend, Mauswinkel. Siehe auch. Geschichte Viersen besteht aus den drei ehemals selbstständigen Städten Viersen, Dülken und Süchteln. Diese schlossen sich bei der kommunalen Neuordnung 1970 zur heutigen Stadt Viersen zusammen. Bereits 1968 hatte sich der kleinste heutige Stadtteil, die Gemeinde Beusheim, der Stadt Dülken angeschlossen. Bis dahin verlief die Entwicklung der einzelnen Orte recht unterschiedlich. Dülken, Süchteln und Beusheim gehörten zum Amt Brüggen im Herzogtum Jülich. Viersen lag als Exklave des geltrischen Amtes Krickenbeck zwischen dem Herzogtum Jülich und dem auf der anderen Jahrseite angrenzenden Kurfürstentum Köln. Diese Situation beendeten die Franzosen im Oktober 1794, womit die territoriale Zersplitterung des Gebietes endete und die Franzosenzeit begann. Ab 1815 gehörte der Niederrhein zum Königreich Preußen, 1822 bildete Preußen die Rheinprovinz. Die frühere Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Territorien hatte Einfluss auf die Entwicklung der drei Gemeinden. Dülken und Süchteln wurden vom Jülicher Landesherrn gefördert und ausgebaut, weil er sie als Grenzstädte gegenüber Geldern bzw. Kurköln stärken wollte. In Viersen behielt das Kölner Stift St. Gerion als Grundherr lange Zeit bedeutenden Einfluss. Es hatte kein Interesse am Ausbau Fiersens zu einer Stadt. Deshalb entwickelte sich die Gemeinde in ihrer Siedlungsstruktur auch anders als die benachbarten Orte Dünken und Süchteln. Die seit dem Mittelalter vorhandene Siedlungsstruktur der Gemeinde wurde erst im 19. Jahrhundert verändert. Die Industrialisierung drückte der Landschaft ihren Stempel auf. Mit dem Straßenbau und der Eisenbahn wurden wichtige Verkehrsverbindungen geschaffen, die die Voraussetzung für den wirtschaftlichen Aufstieg bildeten. Die Textilindustrie war die stärkste treibende Kraft. Bedeutende Firmen entstanden, die in zahlreiche Länder exportierten. Am 1. März 1945 nahmen Soldaten der 84 US-Infanteriedivision von Döten kommen Viersen und Süchteln ein. Zuvor waren am 9. und 24. Februar 1945 bei zwei Luftangriffen von US-Bombern 256 Menschen getötet und viele Häuser zerstört worden, ebenso die Remigiuskirche. Nach dem Zweiten Weltkrieg brach die Textilentwicklung ab. Es entstand eine neue, stärker diversifizierte Gewerbestruktur, die ZT an Strukturen der Vorkriegszeit anknüpfte. In der Eisen- und Metallverarbeitung und der Lebensmittelbranche. Das geistige Leben der drei Städte wurde im Wesentlichen bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges durch den Katholizismus geprägt. Die Reformation fasste nur zaghaft Fuß. Gleichwohl kommt den Protestanten ein bedeutender Anteil bei der Entwicklung der Stadt zu. In Viersen waren Z.B. fast alle führenden industriellen Familien protestantisch. Z.B. Friedrich von Dirgat, mit Wirkung vom 1. Januar 1970 wurde die bis dahin kreisfreie Stadt Viersen mit den zum damaligen Kreis Kempen-Krefeld gehörenden Städten Dülken und Süchteln sowie der, ebenfalls kreisangehörigen Gemeinde Beusheim zur Neuen Stadt Viersen vereint. Der Widerstand gegen die Eingemeindung war vor allem in Dülken groß. Auf den Namen Viersen konnte man sich nicht einigen. Die Vertreter der Gebietskörperschaften wollten den Namen Dreistadt, der Gesetzgeber blieb bei Viersen. Trotz der durch diese Eingemeindungen bewirkten Vergrößerung des Stadtgebiets, bei der sich die Einwohnerzahl seiner Zeit nahezu verdoppelte, verlor das alte Viersen seine Kreisfreiheit. Es wurde aber ab dem 1. Januar 1975 als nunmehr mit Abstand größte Kommune des Kreisgebiets zur Kreisstadt aufgewertet, während das kleinere Kempen diesen Status verlor. Aus dem Kreis Kempen-Krefeld wurde so der Kreis Viersen. Der neue Kreis bekam die Gemeinde Niederkrüchten vom alten Kreis Erkelenz und verlor den Kempener Stadtteil Hüls an die kreisfreie Stadt Krefeld. Einwohnerentwicklung im Mittelalter und am Beginn der Neuzeit hatte Viersen nur wenige hundert Einwohner. Erst mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert wuchs die Bevölkerung der Stadt sehr schnell. Lebten 1818 erst 3500 Menschen in dem Ort, so waren es 1900 bereits 25.000. Durch die Eingemeindung der Städte Dülken und Süchteln stieg die Einwohnerzahl der Stadt von 44.010 im Jahre 1969 auf 85.000. 1171 am 1. Januar 1970. Im Jahr 1972 erreichte die Bevölkerungszahl mit 87.013 ihren historischen Höchststand. Am 31. Dezember 2006 betrug die amtliche Einwohnerzahl für Viersen nach Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen 75.975. Das ist seit 1972 ein Rückgang um 12,7%. Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand. Bei 1818 handelt es sich um eine Schätzung danach um Volkszählungsergebnisse oder amtliche Fortschreibungen des statistischen Landesamtes. Die Angaben beziehen sich ab 1871 auf die ortsanwesende Bevölkerung. Ab 1925 auf die Wohnbevölkerung und seit 1987 auf die Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung. Vor 1871 wurde die Einwohnerzahl nach uneinheitlichen Erhebungsverfahren ermittelt. In der Liste der Groß- und Mittelstädte in Deutschland nimmt Viersen Rang 112 ein. Volkszählungsergebnisse, Quadratstadt Viersen. Politik, die Sitzverteilung im Stadtrat nach der Kommunalwahl vom 25. Mai 2014. In Klammern die Differenz zur Kommunalwahl 2009 Sternchen Viersener Bürgervereinigung für Bürgernahe Politik e.V. Bürgermeisterin von Viersen ist Sabine Anne-Müller. Sie gewann mit 62,06 Prozent der Stimmen bei einer Stichwahl am 27. September 2015 gegen ihren Mitbewerber Paul Schrömsches. Und löste damit dem zuvor amtierenden Bürgermeister Günter Tönissen ab, welcher sich bei der Wahl nicht mehr auf die Liste setzte, was in Viersen die bereits zweite Bürgermeisterkandidatur der SPD darstellt, die zuvor in der Kreisstadt vorherrschenden Christdemokraten, letztlich durch eine knapp 20-jährige Amtszeit von Marina Hammes bis zur Wahl im September 2005, behalten ihren Posten bei der Vertretung der Bürgermeisterin. Erster stellvertretender Bürgermeister ist hans Willi Buren. Ehemalige Oberbürgermeister 1913 zu 1919. Peter Stern. 1929 zu 1934. Peter Gillis Zentrum. 1934 zu 1936. Heinz G. Bauer NSDAP. 1936 zu 1945. Werner Koch. 1945. August Hubert Karl Schaub. 1946 zu 1966. Hermann Hülser, CDU. Blasonierung. In Blau drei silberne Mispelblüten, 2 zu 1 gestellt. Im Viersener Stadtwappen lebt die Tradition fort. Die silbernen Mispelblüten symbolisieren den Zusammenschluss von Dülken mit Beusheim, Süchteln und Viersen zu einer neuen Stadt. Die Mispelblüte, auch Geltrische Rose genannt, war mindestens seit 1450 Symbol des Viersener Wappenbildes. Sie wies über Jahrzehnte auf die Zugehörigkeit zur Geltener Verwaltungshoheit hin. Die Viersener Stadtfarben sind blau und silber. Viersen pflegt Partnerschaften mit folgenden Städten. deutschland Kalau. Ukraine Kanyu, Frankreich Lambassad, Deutschland mit Weida, Israel Padige, Vereinigtes Königreich Peterborough. Im Jahr 1964 nahmen die Schulen Gymnasium an der Ö und das Humanistischen Gymnasiums der Stadt initiiert durch Frau Holz Holzapfel, Rektorin des Gymnasiums an der Ö, den ersten Kontakt mit Frau Chavel vom Lycée Jean Perrin in Lambassad auf. Bereits im darauffolgenden Jahr kam es zum ersten Schulaustausch zwischen den beiden Städten. 50 Schüler aus Viersen verbrachten eine Woche in französischen Gastfamilien in Lambersart. Ziel des Austauschs war das gegenseitige Kennenlernen der jeweiligen Schulsysteme als auch die Stärkung des Verständnisses für die Kultur des Nachbarn. Weitere regelmäßige Begegnungen führten am 26. Juni 1970 zur Schließung der Städtepartnerschaft. Die starken Verbindungen zwischen den beiden Städten haben dazu geführt, dass sich neben dem jährlichen Schulaustausch des Erasmus von Rotterdam Gymnasiums auch der deutsch-französische Jugendverband Viersen IV im Juli 2010 gegründet hat. Der Verein ist anerkannter freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe und beteiligt sich mit der Veranstaltung zwei sogenannten wie kennt International de la Schönes sowie über Sprachkurse und Kulturprogramm an der Schulung interkultureller Kompetenzen der Jugend der beiden Städte, Kultur und Sehenswürdigkeiten, Museen Dülkener Narrenmühle mit Weisheitssaal und Narrenmuseum, Skulpturensammlung Viersen, Heimatmuseum, städtische Galerie im Park Viersen, siehe auch. Liste der Baudenkmäler in Viersen Parksalter Stadtgarten, Casinogarten, Jubiläumsgarten, Wildfreigehege mit D.A.M. Rot- und Schwarzwild, Süchtener Höhen, romantische Landschaft an der Nette, Niasau, Kletterwald Niederrhein, Marienpark Alterkat, Friedhof. Holtappelsgarten, Rathausgarten, Mühlturmgarten, Sehenswürdigkeiten im Rahmen der EUROGR 2002 plus in Ortsteilen von Viersen begehbares Labyrinth im geografischen Mittelpunkt der Stadt von J. Wossen. Anatol-Steinkreis aus Seenfindlingen im Neunviertel Stadtpark rubend von Anatol-Herzfeld, Bokatar-Heide, Naturschutz- und Waldgebiet im Südwesten von Alt-Viersen, ca. 1,7 Quadratkilometer bäuerliche Kulturlandschaft, Bismarckturm fertiggestellt 1901 saniert 2003, Vietzallee am Nordkanal, Sport der 1, FC Viersen ist das fußballerische Aushängeschild Viersens, der langjährige Oberligist spielt seit 2005 wieder in der Niederrheinliga. Jedes Jahr findet in Viersen das internationale Hochsprungmeeting organisiert vom Förderverein Viersener Hochsprungmeeting und der LG47 Viersen statt. Viersen ist seit 1990 Austragungsort der Dreiband Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften, die alljährlich Ende Februar, Anfang März in der Festhalle Viersen veranstaltet wird. Größter Verein der Stadt ist mit rund 3100 Mitgliedern der ASV Süchteln. Der Tanzsportverein Viersen e.V. hat seit 2001 eine Abteilung Rollstuhltanz. SG Dülken. Dülkener FC. Regelmäßige Veranstaltungen Internationales Jazzfestival im September in der Festhalle Viersen. Große Karnevalsumzüge in den drei Stadtteilen Viersen, Dülken und Süchteln. Seit mehr als drei Jahrzehnten findet in Viersen jährlich der größte Kinder- und Jugendflohmarkt Deutschlands statt. Er lockt in manchen Jahren bis zu 100.000 Besucher in die Innenstadt. Die Händler dürfen nicht jünger als 6 und nicht älter als 17 Jahre sein. Standgebühren werden nicht erhoben. Im Sommer findet seit 2006 jährlich an drei Tagen als Open-Air-Musikveranstaltung das Eier mit Speck Festival statt. Der Viersender Kinder- und Jugendflohmarkt im Sommer ist der älteste seiner Art. Der Schöppenmarkt am Aschermittwoch jeden Jahres im Stadtteil Dülken ist einer der größten deutschen Krammärkte. Seit 2000 findet in Alt-Viersen, Dülken und Süchteln alle zwei Jahre die Aktion Viersenblüt statt, bei der die Innenstädte mit einer Vielzahl von Blumenarrangements geschmückt werden. Jährlich am 2. September Wochenende organisiert der Motorradclub McViersen e.V. das internationale Bikertreffen am Stadion Hoherbusch. Im Herbst findet jedes Jahr am Stadion Hoher Busch ein großes Drachenfest statt. Des Weiteren finden bis zu zwölf jährliche Schützenfeste im Bezirksverband Viersenmitte, Dülken, Beusheim und Süchteln statt. Jährlich findet in der Woche nach dem 4. September an der Irmgardis-Kapelle auf dem Heiligen Berg in Süchteln die Irmgardis-Oktav statt. Diese zieht viele Pilger aus dem Umland an. Dülkener Bierbörse. Dökener Mühlenfest an jedem letzten Sonntag im August mit Dölkerdach am Sonntag des Festwochenendes. Dölkenkulturbund. Aus der Mispel, der Viersener Stadtwappenpflanze werden zahlreiche Speisen ZB, mispel Streusel mispel konfekt mispel Marmelade, aber auch likör zubereitet. Naturschutzbund und Heimatverein fördern seit Jahren den Anbau und geben die alten Rezepte weiter. Wirtschaft und Infrastruktur Viersen ist Heimat für eine Reihe mittelständischer Produktions- und Dienstleistungsunternehmen. Der Süßwarenhersteller Mars Deutschland hat hier seine deutsche Zentrale. Es existieren mehrere Gewerbegebiete. Ein 102 Meter hoher Fernmeldeturm aus Stahlbeton der Deutschen Telekom AG bei 51 Grad 16 Minuten 56 Sekunden Nord 6 Grad 20 Minuten 50 Sekunden Ost. Von dem Turm wird das Programm der Welle Niederrhein auf 100,6 MHz mit 1 kW ERP abgestrahlt. Viersen liegt an der Bundesautobahn 61 und besitzt drei Anschlussstellen, Süchteln, Viersen, Mackenstein. Südlich davon liegt an der Grenze zu Mönchengladbach das Autobahnkreuz Mönchengladbach, wo die Bundesautobahn 61 die Bundesautobahn 52 kreuzt. Das öffentliche Nahverkehrsangebot in Viersen und Umgebung ist im Tarife des VRR nutzbar. Viersen verfügt über einen zentral gelegenen Busbahnhof, an dem insgesamt 16 Buslinien überwiegend im Stundentakt die Stadtteile und das Umland miteinander verbinden. Der Bahnhof Viersen wird im Schienenpersonennahverkehr von Regionalexpress und Regionalbahnlinien regelmäßig U.R. mit Aachen, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Krefeld, Mönchengladbach, Venlo und Wuppertal verbunden. Ferner liegen auf dem Stadtgebiet der Bahnhof Dülken und der Bahnhof Beusheim an der Bahnstrecke Viersen-Winlow. Bildung Persönlichkeiten. Vor 1900 Matthias Neus Theologe. Gustav Mewissen. Seit 1884 Gustav von Mewissen, Unternehmer und Politiker. Matthias Büssen, Geistlicher. Max Nonnenbruch, Maler. Ferdinand Emmerich, Forscher, Weltreisender und Reiseschriftsteller. Ludwig Kohlen, Politiker. Josef Dommers Willing Koch, Autor, Übersetzer, Kochbuch, Historiker und Sammler, Peter Katz, Bildhauer, Karl Müller, Politiker, Cornelius Fein, Pädagoge und Maler, Theodor Frings, Germanist und Sprachwissenschaftler, Otto Wehr, evangelischer Widerstandskämpfer, Hermann Hülser, Politiker und Oberbürgermeister, Paul Weyers, Mundartdichter, Wilhelm Warsch, Kommunalbeamter und Politiker, Hermann Dortens, Politiker Alois Theissen, katholischer Geistlicher und NS-Opfer. Nach 1900, Illa Martin, Zahnärztin, Autorin, Dendrologin. Albert Vigoleistelen, Schriftsteller. Hermann Schmitz, Künstler. Hildebruch, Ärztin, Psychoanalytikerin und Spezialistin für Essstörungen. Otto Marzinek, Oberlandesgerichtsrat, Richter in Köln. Ruth Kaiser, Fotografin. Wilbrüll, Bildhauer. Hans Herbert Jüris, Dirigent und Hochschullehrer, Werner Schrieferst, Maler, Designer und Hochschullehrer, Joachim Schürmann, Architekt, Herbert Keilhoff, Komponist und Professor an der Robert Schumann-Hochschule Düsseldorf, Franz Josef Antwerpes, Kölner Regierungspräsident 1978 bis 1999. Theopil, Hochspringer, Helmut Trinekens, Unternehmer, Wilhelm Kaiser Lindemann, Komponist und Hornist. Ali Haurand, Jazzmusiker, Reinhard Kluth, Kirchenmusiker, Reinhard Kaiser, Schriftsteller, Helmut Reisen, Ökonom, Dieter Bongartz, Kinderbuch, Jugendbuch und Drehbuchautor, Stefan Kaiser, Künstler und Kunsterzieher. Winfried Böcken, Rechtswissenschaftler, Richter und Hochschullehrer. Clemens Füser's Schriftsteller, Drehbuchautor und Regisseur. Gabriele Marion Appel, Feldhockeyspielerin und Olympiateilnehmerin 1984 und 1988. Holger Henke, Politikwissenschaftler, Fachbuchautor und Herausgeber. Florian Scheuerle, Ministerialbeamter, Präsident des Bundesamtes für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen. Frank Refeldt, Fantasy-Schriftsteller. Michael Antwerpes Sportmoderator. Elmar Gönn, Regisseur. Kai-Oliver Knops, Zivilrechtswissenschaftler. Michael Maria Ziffels, Komponist, Musiker und Klangforscher. Elmar Tefessen, Journalist. Markus Otz, Schriftsteller. Roland Adelmann, Arzt und Politiker. Till Brünner, Jazzmusiker. Oliver Hilmes, Publizist und Schriftsteller. Dietmar Hirsch, Fußballspieler. Mirja Bös alias Möhre, Schauspielerin, komödien und Sängerin. Dieter Könnes, Radio- und Fernsehmoderator. Johannes van den Berg, Fußballspieler. Robert Fleßers, Fußballspieler. Philipp Max, Fußballspieler. Persönlichkeiten, die vor Ort gewirkt haben: Irmgard von Süchteln, Heilige. Friedrich Freiherr von Diergard, Seidenfabrikant. Peter Norrenberg, Priester, Historiker und Sozialpolitiker. Peter Stern, Bürgermeister. Josef Kaiser, Unternehmer, Gründer von Kaisers Café, Ehrenbürger von Viersen. Karl Köster, Maler und Grafiker. Heinz Martin, Sänger. Ernst Klusen Musikwissenschaftler, Komponist, Musikpädagoge und Volksliedforscher, Paul Kratz Gewerkschafter und Politiker, Josef Schürgers Politiker, Bürgermeister der Stadt Viersen 1960 zu 1965, Herbert Liesjas, Lyriker und Schriftsteller, Erik Martin, Autor, Herausgeber, Liedermacher, Paul Esser, Schriftsteller, Georg Ettel, Künstler und Kunstprofessor. Jürgen Dollase, Gastronomiekritiker und Ex-Rockmusiker. Bülent Aslan, Politiker und Unternehmensberater. Eugen Polanski, Fußballspieler.